auf die andere Seite springen. Diesmal ohne Zwischenfälle. Ah, hier ist was. Eine redkeradische Standartenspitze. Die Spitze eines metallischen Objekts ragt aus einem verwaschenen Haufen Flussschwamm heraus. Du hast einen Gegenstand erhalten. Quest, rekarische Standartenspitze im Lager abgelegt. Du und Edda beginnt mit beiden Händen im Schlamm zu graben, bis das Objekt freigekommen ist. Du schießt es mit deinen Händen und ziehst es aus der nassen Erde. Beim Objekt handelt es sich um einen stählernen, halbrunden Rahmen, der ungefähr so groß ist wie deine Faust. In gleichmäßigen Abständen ragen aus dem Halbrund gezackte Spitzen heraus, wie die Zunge einer Flamme, die Strahlen einer aufgehenden Sonne. Im Mittelpunkt der Sonne befindet sich die eingravierte Silhouette einer Vorlas-Pflanze. I've seen these before. They've topped the standards of Raid Ceres. Or did when Wideman was alive. Sowas habe ich schon einmal gesehen. Just not sure what it gets me. Oh, Entschuldigung, Gator. Sowas habe ich schon mal gesehen. Sie werden auf der Spitze der Standarten von Raid Ceres befestigt. Oder wenigstens war das so, als Wideman noch am Leben war. Er nimmt den Gegenstand ab und betrachtet ihn, wobei er ihn in seiner Hand immer wieder umdreht. Naja, wenigstens etwas. Ich weiß nur nicht, was es mir bringen wird. Der traurige Mutter zeigen. Meinst du, dass du uns damit helfen kannst? Schau mal, ich finde es ja gut, dass du die Initiative ergreifst, aber ich glaube kaum, dass diese nette fremde Dame tatsächlich ein Medium ist. Die trauernde Mutter blickt dich an. Ich werde tun, was ich kann, aber wir brauchen die Fähigkeit eines Wächters als Unterstützung meiner eigenen, um die Seele zu identifizieren, wenn ich ihre Spuren gefunden habe. Sie wendet sich mit ausgestreckter Hand Edda zu. Edda reicht ihr die stählerne Krone, die Bewegung ist mechanisch unbewusst. Die betrauerte Mutter nimmt die Sonne in die Hände und deine die andere. Du spürst sie an deinem Verstand, ihre Gedanken fordern dich auf, sich zu entspannen. Konzentriere dich, sagt sie, und die Welt dröhnt und hallt wieder wie in einer endlosen Schlucht. Du schließt deine Augen, konzentrierst dich, die Sonne strahlt vor deinem geistigen Auge, warm vom Puls der kollektiven Erfahrung und lappe die Gedanken der Vergangenheit über die Schlacht, über den Glauben, über die Heimat. Du treibst von Stimme zu Stimme, von Gedanke zu Gedanke. Eddas Seele ist dabei ein kräftiges Zeichen, dessen Abbild du suchst, sein Bruder. Unter den lärmenden, unverschämten und ernsthaften Stimmen fällt dir eine auf, die zwar ein wenig heller als die von Edda ist, aber unverkennbar dieselbe Struktur hat. Du hast kein Bild vom Besitzer der Stimme, aber in den Spitzen und Kurven der Stahlsonne findet sich ein Abdruck seiner Reise, die sich in deinem Verstand wie den Weg darstellt. Die sich in deinem Verstand wie ein Weg darstellt, der sich in südlicher Richtung nach Goldtal und in nördlicher Richtung über das umliegende Gelände erstreckt, das den Dürrwald mit Raid Ceres verbindet. Du verfolgst den Weg zurück zu seinem Ursprung. Dabei gehst du so weit zurück wie möglich und gleitest über Ebenen und Hänge zu einem Einzimmerhaus in Goldtal mit einem Strohdach und Erdboden. Der Weg ist hier schwach und aufgrund seiner zeitlichen Entfernung sind die Bilder verschwommen und die Einzelheiten sind kaum zu erkennen. Von Goldtal folgt eine Straße zur Matma-Brücke, erreicht die Tore von Trutzbucht, bevor er abrupt in örtlicher Richtung abbiegt und auf der kürzesten Strecke nach Raid Ceres führt. Der Weg führt zu einer rizerianischen Stadt, die majestätisch und streng im edirianisch-kaiserlichen Stil gehalten ist. Er windet sich durch die Straßen und erklimmt prachtvolle Treppenstufen, die in ein stattliches Gebäude führen, wobei er auf dem Weg in einen vermeintlichen Thronsaal spitz zulaufende Torbögen durchquert. Auf dem Thron sitzt ein Mann, dessen Kopf aus reinem blendenden Licht besteht, und als er dir seinen Blick zuwendet, kannst du aus dem Licht nichts mehr sehen. Der Stimme wohnt die Wucht des Donners inne, aber in dem Abdruck, der aus Echos von Echos besteht, kannst du die Worte unmöglich verstehen. Die Stimme und das Licht verblassen und der Weg kehrt um. Er führt dich eine Kaserne entlang und dann wieder nach Süden, wobei es auf dem Marsch in den Dürrwald immer wieder zu Scharmützeln kommt. Auf einem Schlachtfeld ist der Abdruck sehr kräftig und du kannst eine rezeranische Standarte sehen, auf der sich eine Stahlsonne befindet und die von den Händen eines gefallenen Soldaten umklammert werden. Du siehst einen jungen Mann mit etwas strohfarbenem Haar auf die Standarte zurennen und sie aufheben. Der Weg, den du gefolgt bist, ist unter seinen Füßen deutlich zu sehen und als seine Hand die Stahlspitze streift, kannst du seine Gedanken hören,
die sich in einem verschwommenen Durcheinander um seinen Gott, sein Land und einen Bruder drehen, von dem er hofft, dass er weit von diesem Ort entfernt ist. Ein Augenblick später sind die Gedanken wie auch der Mann selbst verschwunden und die Standarte wird an einen anderen Soldaten weitergereicht. Du greifst den Weg wieder auf, als er sich nach Süden schlängelt und schließlich im Schatten von Kliaban Rilak verschwindet. Du öffnest die Augen. Und du sagst so, als ob du dich wirklich anstrengen würdest. Dein Bruder ist bis nach Trutzbruch gekommen, bevor er stattdessen nach Viserys gegangen ist. Dort hat er Whitewing getroffen und dann hat er sich verpflichtet. Eddas Augen weiteten sich. Über was hat er mit Whitewing gesprochen? Whitewings Kopf war ein Lichtstrahl. Roden and me had heard enough stories from his uprising to know it wasn't just some tall tale. Doesn't mean he was Aethys. It could have been some wizard's trick. It's what they talked about that's important. What'd they say? Ich habe mir gedacht, Woden und ich hatten genügend Geschichten über seinen Aufstieg gehört, um zu wissen, dass es sich nicht um eine Lügengeschichte handelte. Heißt aber nicht, dass er Eotas war. Hätte auch ein Zaubertrick sein können. Wichtig ist das, worüber sie gesprochen haben. Was haben sie gesagt? Ich weiß es nicht. That's not funny. Come on. That metal sun, my brother touched it. You saw where he went. Now what'd he talk about with Whitewing? Why'd my brother fight for Raed Saris? Edda runzelt die Stirn. Das ist nicht lustig. Ich bitte dich. Diese metallene Sonne, mein Bruder hat sie berührt. Du hast gesehen, wohin er gegangen ist. Also über was hat er mit Whitewing gesprochen? Warum hat mein Bruder für Raed Saris gekämpft? Ich wünschte, ich könnte dir etwas Besseres berichten. Ich weiß es wirklich nicht. Eddas Mund steht auf und seine Augen wirken glasig. Seine Stirn ist zwischen den Augenbrauen in Falten gelegt. Er zieht seine Unterlippe hinter seine Zähne zurück. Seine Stimme ist kaum mehr als ein Flüstern. Das war's wohl. Mehr als reine Spekulation war das eh nie. Ich wusste, dass es reine Zeitverschwendung wäre. Wir werden auf einem anderen Weg den Grund für seine Taten herausfinden. Ich denke, wir werden. Was werden wir tun? Schauen wir nach mehr War-Relics? Wir waren glücklich, diesen zu finden. Die Soldaten, die mit ihm kämpften, sind lange tot. Der Kampf war ein Massaker. Aber was Aethys weiß, er ist nicht zu jemandem. Ich glaube nicht, dass wir das werden. Das Gesichtsausdruck ist jetzt leblos und trist wie Asche. Was sollten wir denn tun? Nach weiteren Kriegssiegen suchen? Wir hatten schon Glück, die Eide zu finden. Die Soldaten, die an seiner Seite kämpfen, sind schon lange tot. Die Schlacht war ein Massaker. Und egal was Eotas weiß, er spricht mit niemandem. Wir müssen nicht mehr hier warten. Ich habe, was ich brauchte. Oh, würde es nur Worte geben, um solche Leere zu füllen. Oder besser noch, um ihm seine Zweifel, seine Fragen zu nehmen. Ich bereue es, dass meine Antworten seinen Schmerz nur noch vertieft haben. Quest abgeschlossen. Fragment eines zertrümmerten Glaubens. Mist. Wenn es gehen würde, hätte ich selber mit Eotas gesprochen. Vielleicht geistert seine Seele ja noch auf der Brücke rum, wo er in die Luft gejagt wurde. Also Whitewing. Wir konnten bestätigen, dass Eddas Bruder Woden für Raed Saris kämpfte und vor seiner Verpflichtung sogar Whitewing getroffen hat. Seine tatsächlichen Gründe dafür aber sind verloren gegangen. Wahrscheinlich wird Edda nie erfahren, was sein Bruder zum Fadenwechsel beflügelte. Das ist doch alles Bockmist. Gut. Kumpel, deine... Hey. Ich will mir nur die Statuen ansehen. Diese Frau scheint aus der Felswand des Berges herauszukommen. Sie ist kaum mehr als ein in Robe gehülltes Skelett. Und ihr Starren ist auf die massive Tür fixiert. Ein leichenhafter Mann schaut den Weg zum Berg empor. Einen skelettierten Arm hat er angehoben, mit dem anderen deutet er auf die Tür. Ja, der deutet wirklich mit dem auf die Tür und ja, okay, den hat er angehoben. Ja, ich wünschte wirklich, ich hätte Edda noch helfen können.
Aber mehr kann ich wohl auch nicht tun. Außer ich habe den Questgegenstand noch. Ja. Bringen wir das blöde Ding zum zur Dünnrotstraße. Ja. Vielleicht kann die Alte was damit anfangen. Wenn die schon so alt ist, dann wird sie ja einiges wissen. Natürlich werden wir über Umwege auf die zur Dünnrotstraße gehen. Wir werden hier in der Sturmwallschlucht noch die Ruine fertig machen. Kehrt nur mal einen Besuch abstatten. Und dann werden wir mal versuchen, wenigstens in den Schwarzau das Kopfgeld, die Kopfgeldquest zu machen. So, jetzt aber erstmal nach Dürfurt. Ja, Edda kann drei Feinde gleichzeitig binden, alleine, was ziemlich gut ist. Jetzt gerade auf den Tooltip, der da stand, bezogen. Der hat ja hier Verteidiger plus zwei Feinde angegriffen. Und ja, das hier sind wirklich Unterstützercharaktere. So, gucken wir mal kurz, was du noch im Angebot hast. Vielleicht können wir bei dir... Zeig mir deine Waren. Mittlerer Schild. Die Filter hier seitlich finde ich so albern. Rieselschwamm. Ein Haufen Tränke, aber das war's auch schon. Na komm, kaufen wir dir mal das Adra ab. Was verkaufen wir dir? Keine Zutaten auf jeden Fall. Wir können dir Wolfshaut verkaufen. Wolfsfangzähne. Hier, zerschmetterte Animatenrüstung. Die sind keine Zutaten, sonst werden sie nämlich unter den Zutaten gelistet. So, meine Begleiter möchte ich auch nicht unbedingt. Können wir Gegenstandstyp? Ja, sortieren wir mal nach Gegenstandstyp. Nee. Kletterhaken haben wir 7 Stück jetzt. Von dem haben wir auch noch alles genug. Skedische Bibel. Die Königin, die gewesen und noch über ist. Jonas letztes Tagebuch. Nee, solchen Schrott brauchen wir nicht handeln. Das verkaufen wir als bei einem Händler in Trutzbucht oder in unserem... in Ketnur. Haben wir überhaupt schon Händlerstände? Leuchtturm, Hauptburg, Bibliothek, Kaserne, Kerker... Händlerstände, ja, dann können wir da wirklich mal vorbeischauen. Als nächstes sind die Innengebäude dran. Die bauen alle nur 2 Tage. Sehr schön. Gut, jetzt wollen wir aber kurz noch rasten. Und dann geht es wirklich langsam wieder zurück in Richtung Ketnur und Trutzbucht. Well met, friend. Ich hätte gerne ein Gästezimmer. Wieder das teuerste. So, dankeschön. Und dann gehen wir wieder raus hier. So. Und speichern einfach mal. Wir sind jetzt bei... Oh, er macht jetzt 3 Autosaves.
Sehr nett. 15. LP. 15. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.